Hi zusammen, heute verarzten wir das Thema, von außen zu kommen. Ich möchte gleich vorneweg sagen, ich erzähle euch meine Ideen, wie ich dieses Thema behandeln kann. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Gründe, warum jetzt ein Golfer dieses bekannte Problem, einfach von außen zu kommen, flach aufzuschwingen und den Schläger wie im Angelwurf nach außen zum Ball zu bekommen. Das gibt, wie gesagt, es gibt mehrere Gründe, dass die Schulterkraft hinten nicht reicht vom Schulterblatt, dass einfach die Spannung nicht gehalten werden kann, deswegen kommt die Schulter nach vorne. Genau. Es kann aber auch passieren, indem die Arme einfach nur zu hoch gehalten werden und man keine Verbindung mit dem Körper hat, wo eigentlich die Kraft herkommen sollte. Und dann ist aber auch noch ein Thema, was mir sehr, sehr oft auffällt, ist, dass die meisten tatsächlich denken und in dem Glauben sind, die Kraft und den Schwung, den akquirieren wir über unsere Arme. So, und das machen, tut mir leid, wenn ich das jetzt sage, tatsächlich die männlichen unter euch und die männlichen Golfer unter euch ein bisschen mehr, weil sie einfach denken mit ihren Armen, jawohl, gib ihm, da kann ich nochmal richtig schön mehr Gas geben. Wenn ich jetzt aber in dieser Position bin und dann mit den Armen starte, also es überhaupt nicht erwarten kann, diesen Ball zu treffen, dann kommt es einfach oft vor, dass der Körper sowieso zweitrangig wird, auch die Kraft, die man eigentlich zur Verfügung hat. Aber vor allem kommen dann die Arme automatisch, auch wenn es nicht viel ist, aber meistens leicht von vorne. So, das kann dramatische Auswirkungen haben. Das kann dramatische Auswirkungen haben, indem der Schläger nach vorne kommt. Und das habe ich euch schon mal in einem anderen Video auch erklärt, was passiert, wenn der Schläger nach vorne kommt. Die Schwungbahn verändert sich natürlich, aber auch wo man den Ball quasi, wenn der Schläger auf einmal von außen herkommt, auf einmal kommt die Hacke mit ins Spiel. Jetzt muss man natürlich sagen, es gibt auch genügend, die von außen kommen, aber ganz schnell ihre Arme ranziehen. Hier diesen Chicken Wing kennen auch ganz, ganz viele, die hier dann im Finish diesen Arm einfach extrem anziehen. Ganz klar, weil sie kommen, wenn sie von außen kommen, überhaupt nicht mehr an den Ball, ohne dass sie hier diese Chicken Wing Bewegung machen. Ganz, ganz klassische Reaktion darauf. So, was passiert dann? Der Schläger zieht sich zu einem selber hin und die Spitze kommt mit ins Spiel. So, und es kann dann so dramatisch werden, dass man dann tatsächlich innen an dem Ball vorbeischlägt. Ist ganz nebenbei gesagt auch eine gute Übung für viele, die tatsächlich ganz, ganz viel Angst vor der Hacke haben, die einfach mal wirklich schauen sollten, dass wenn die Hände zu weit vorne sind, dass sie die Hände mal zu sich herziehen und dann absichtlich die Bälle mal an der Spitze treffen. So, das ist jetzt nur mal so ein Seitentipp, was ich euch jetzt aber erzählen möchte, was ich in meinem Unterricht als erstes mache, wenn ich das sehe. Jemand hat wirklich mit diesem Thema zu kämpfen, mit den Armen zuerst Gas geben zu wollen. Ich habe hier ein wunderbares, in meiner Lieblingsfarbe, ganz dünnes Handtuch. Gibt es übrigens auch in Dunkel für die Männer. Dieses Handtuch ist tatsächlich für die Damen. So, und das Erste, was ich jetzt mache, ich stülpe dieses Handtuch unter die Arme. Das habe ich bei einem der Videos schon erklärt, wie man den Flying Elbow bzw. die Arme zu weit nach oben, wie man das übt, dass es mehr eine Connection am Körper ist. So, ihr habt jetzt hier dieses Handtuch unter den Armen. Und was ihr jetzt macht, ihr spürt jetzt, wie ihr aus der Drehung, sprich aus der Rumpfbewegung, die Arme mitschleudert. Ich sage ja, ihr solltet öfter mal einfach die Arme hängen lassen und über den Rumpf die Arme nur schleudern lassen. Natürlich den Schläger festhalten, aber merkt mal, wie das hier alles zusammen funktioniert. So, und was macht jetzt die Schwungbahn? Ganz klar, das wird jetzt erstmal extrem flach. Wenn ich meine, die meisten fangen dann an, wirklich extrem um sich rum zu schwingen. Aber man merkt, okay, es wird ein Ticken flacher, aber ich würde jetzt nicht das machen. Dieses nach vorne kommen, den Arm vom Körper zu lösen, weil dann eben dieses Handtuch rausfällt. So, und ihr könnt auch gleich beobachten, wenn ihr hier wieder zurückkommen wollt, der Schläger fällt automatisch in seine natürliche Schwungbahn wieder zurück. Wenn ihr ihn lasst, wenn ihr natürlich Gas gibt aus den Armen und aus den Händen, wird das Resultat meistens von außen und letztendlich dann auch ein bisschen zu steil sein. So, ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen helfen. Wenn euch dieses Thema interessiert und ihr noch mehr wissen wollt, sagt mir einfach Bescheid, gebt mir Rückmeldung, schreibt Fragen unter die Videos. Ich behandle es sehr gerne
und bei den nächsten Aufnahmen seid ihr dann mit eurem Wunsch dran. Bis dahin, ciao!